Im Sudan hat es offenbar einen erneuten Militärputsch gegeben. Nach Medienberichten soll Ministerpräsident Hamdok unter Hausarrest gestellt worden sein. Eine Militäreinheit belagere sein Haus. In der Hauptstadt Khartoum setzten Demonstranten Straßenblockaden in Brand. Mindestens 5 Regierungsvertreter wurden von Streitkräften festgenommen. Unter ihnen auch die Minister für Industrie und Information. Erst im September war ein Putschversuch des Militärs gescheitert. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Tobias Simon, freier Journalist und ausgewiesener Sudan-Experte. Herr Simon, noch ist die Lage ja unübersichtlich im Sudan. Die Übergangsregierung im Sudan soll offenbar entmachtet sein und Ministerpräsident Hamdok sich im Hausarrest befinden. Wie schätzen Sie die Lage ein? Die Lage derzeit ist sehr diffus. Wir wissen nicht genau, was derzeit genau konkret passiert. Wir wissen, dass Hamdok in Hausarrest ist und natürlich eine Entmachtung der zivilen Übergangsregierung natürlich sehr kritisch zu betrachten ist. Es gibt ja nun Bilder von Protesten auf den Straßen. Die größte Partei, die UMA, hat zum Widerstand aufgerufen. Wie groß ist denn der Rückhalt in der Bevölkerung für das Militär und wo verlaufen da die Trennlinien in der Gesellschaft? Ja, also die Revolution, das Herz der Revolution von 2019 wurde ganz klar die Abschaffung der militärischen Herrschaft im Sudan. Hamdok selber ist so ein bisschen in Ungnade gefallen, als er eben die Subvention für Benzin abgeschafft hat, um den Sudan für eine Schuldenbefreiung des IWF vorzubereiten. Aber ganz klar, wenn wir sehen, dass die Regierung entmachtet werden soll, und das zeigt sich gerade so ein wenig, dann müssen wir ganz klar sagen, ist das sehr kritisch zu betrachten und ist auch nicht im Sinne der Revolution von 2019. Das Militär war ja auch schon in der Übergangsregierung beteiligt, gemeinsam mit Vertretern der Opposition. Offenbar hat das dem Militär aber nicht genügt. Oder wo sehen Sie da die Gründe nun für den Putsch? Naja, wir haben ganz klar bei der Revolution, bei dem Übergangsagreement 50-50 beim Souveränitätsrat, halb Militär, halb Zivil. Aber wir sehen natürlich ganz klar bei den militärischen Eliten im Sudan, die vor der Revolution eben die Politik im Sudan bestimmt hat, wenn jetzt natürlich die Wahlen in den nächsten Jahren kommen sollen und es wird eine reine zivile Regierung werden, dann ist natürlich sehr kritisch. Die militärischen Eliten sehen ihre eigenen Funden in Gefahr, sind ihre persönlichen Interessen in Gefahr. Und wir hatten immer schon wieder die Gefahr gesehen und sehen wir auch derzeit, dass das Militär nicht wirklich bereit ist, ihren Herrschaftsanspruch über den Sudan abzugeben. Und das zeigt sich so ein bisschen. Es gab immer wieder in der Vergangenheit Putschversuche, wie letztes Mal im September diesen Jahres. Aber dieser Putschversuch oder der Putsch in diesen heute und gestern ist natürlich noch von einer ganz anderen Qualität. Und wie ist die Rolle von Ministerpräsident Hamdok einzuschätzen? Warum hat er es nicht geschafft, für politische Stabilität zu sorgen? Also Hamdok ist mit dem Versprechen angetreten, dass er die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung vor Ort verbessern will und wird. Aufgrund der Schuldenbefreiung des Sudans musste er gewisse Subventionen eben streichen, unter anderem Benzinsubventionen. Wir hatten im Juli eine Inflationsrate von über 400%. Und natürlich ist es schwer für die Bevölkerung jetzt hier zu sehen, okay, wenn er angetreten ist mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und er schafft es nicht zu liefern, dann bröckelt natürlich hier gewisse Unterstützung vom Premier Hamdok. Hatte er denn überhaupt jemals eine realistische Chance? Das ist eine sehr gute Frage. Der Sudan stand immer vor der Problematik, die defizitäre wirtschaftliche Situation im Sudan zu verbessern. Es gab aber... Der Sudan hat sich eigentlich nur über Wasser gehalten durch Finanzspritzen aus vornehmlich aus den Golfstaaten die brechen so langsam weg und Hamdok steht vor der enormen Herausforderung, den Sudan, die Lebensumstände zu stabilisieren. Die Schuldenbefreiung durch den IWF wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist natürlich innerhalb von 2-3 Jahren ist das eine
eine Riesenaufgabe, die auch ein Hamduk, der ja aus der sehr gut in der Materie involviert war, auch vor der Premierstelle im Sudan, ist es eine enorme Herausforderung. Und wir wissen es nicht, wie sich jetzt weiterentwickelt. Mhm. Vor allem auch die Corona-Situation hat im Sudan einen enormen negativen Einfluss gehabt. Mhm. Bereits im September hatte es ja einen Putschversuch des Militärs gegeben. Der ist dann gescheitert. Wie realistisch ist es denn nun, dass sich dieses Szenario jetzt wiederholt? Naja, es ist, wir müssen schon unterscheiden zwischen dem Putschversuch im September diesen Jahres und dem derzeitigen Putsch. Es ist da schon von der Qualität eine ganz andere. Der Putschversuch im September wurde unterbunden durch Militärs unter anderem. Wenn wir jetzt natürlich unter dem Premierminister Hamduk und Minister der Übergangsregierung, die verhaftet worden sind oder unter Hausrecht gestellt wurden, hat das eine ganz andere Qualität. Und das kann in der Übergangsphase eines solch destabilen Landes eine extreme negative Konsequenz haben. Das waren Einschätzungen des Journalisten Tobias Simon. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.